Ja, Leute, hallihallo, grüß euch. So, ich bin heute etwas später dran, denn die Family ist schon aufgebrochen zum Lager. Ich bin der Nachzügler heute. Hat noch ein paar Sachen zu erledigen. Ich glaube, die meisten wissen, was ich meine. Und naja, darum wird es heute etwas später, denn tja, die Ferien haben begonnen. Leider nicht für uns. Und darum brauchen wir etwas länger. Naja, auf jeden Fall machen wir uns auf. Bis gleich. So, unterwegs sind wir. Noch auf dem Weg in Richtung Lager. Gleich geht's querfeldein. Die Zunge hängt auf der Erde, Leute, ich sag's euch. Ich habe jede Menge Wasser dabei. Richtig was an Kilos auf dem Rücken. Aber das schaffen wir auch noch. So, bis gleich, Leute. Ciao, ciao. So, wir arbeiten uns hier durch. Ja, es ist zwar ein Weg, aber doch mehr Unterholz. Aber mal gucken. Ich bin tierisch am Schwitzen, Leute. Aber wir schaffen das schon. Wow, Leute, ist das ein Gewicht. Bis gleich. Ja, Leute, auf dem Weg angekommen. Jetzt machen wir uns auf richtig rein. Das ebenerdige Gelände hört auf und jetzt geht's richtig weiter. Bis gleich, Leute. Hoi, hoi. Ja, Leute, angekommen am Lager. Erstmal einen Schluck trinken. Das war nämlich anstrengend, mir läuft das Wasser überall. So, guckt mal, am Lager sind die schon fleißig. Was ich ja sehr gut finde, muss ich ja sagen. Guckt mal, da steht mein Gepäcksack. Da kommt man sich wieder vor wie zu anderen Zeiten. Schaut mal. Und hier ist der Aufbau auch schon voll im Gange. Das Feuerholz ist noch abgedeckt. Sieht ja alles sehr gut aus. So, das war das erste Update. Ich sag bis gleich. So, Leute, erstmal eine Plane gespannt, soweit fertig gemacht, weil es ist immer wieder ein bisschen am Regnen. Dass wir zumindest mal trocken sitzen. So, jetzt fangen wir an, richtig auszupacken. Ich habe gerade schon zwei Frösche wieder gefunden. Zeige ich euch gleich mal. Ich bin mir nämlich nicht sicher, was das für welche sind. Ob es Fröschen oder Kröten sind. Ich habe davon null Ahnung. Und ich will meine Frau nicht fragen, weil die weiß das nämlich. So. Schaut mal hier. Ach, da steht ja jemand. Kennt ihr die? So. Das Feuerholz hatte ich schon aufgedeckt. Jetzt wieder kurz zugemacht, weil es ein bisschen geregnet hat. Ist nämlich schön knochentrocken noch. So, auf jeden Fall, das steht erstmal. Da haben wir erstmal ein bisschen Schutz gegen das tröpfelnde Wasser. Und das Blätterdach ist ja auch relativ dicht. Guckt mal nach oben da. Das haben wir über uns. Also das ist schon ziemlich gut. Okay, ich zeige euch gleich mal die Frösche. Aber jetzt bauen wir erstmal weiter auf. Bis gleich, Leute. So, Leute, Sohnemann hat Hunger. Machen wir ein kleines Kartoffelbreichen auf dem neuen S-Bit-Kocher. Schauen wir doch mal, wie das wird. Die Tablette ging überraschend leicht zum Anzünden. Da kenne ich andere. Aber ihr seht, die Flamme ist recht ordentlich da dran. Und das wird schnell heiß werden, denke ich. So wie es aussieht, auf jeden Fall. Scheint schon fast gleich zu kochen. Das Wasser dampft nämlich schon. Also von der Geschwindigkeit her ist es mit Gas durchaus vergleichbar. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber okay. Feine Sache. Alles weitere gleich. Bis denn dann. Jo, Leute, Feuerholz ist im besten Gange. Der Rest wird noch klein gemacht. Gleich folgt das allseits beliebte Spalten. Worauf ich mich ja jetzt schon freue. Aber mittlerweile steigt der Haufen langsam an. Das sollte für die Nacht, boah, das Doppelte noch, dann reicht's. Feuer machen wir gleich an.
Die leckeren Grillstücke werden schon geschnitzt. Das kann nur eins bedeuten, es gibt Fleisch. So. Hundilein ist auch unterwegs. Sogar eine Leine, ganz brav. So, wir machen weiter. Ich sag bis gleich. Ciao, ciao. So, Feuer machen, reloaded. Mal gucken, der Akku hat noch Strom für gute 2 Stunden. Kein Problem, wir haben Ladegerät mit. Oh, ey! Und heute bleiben wir nachts hier, darum können wir auch spät essen, ist kein Thema. Ja, spät essen! Ja! Hör auf! Was? Davon hast du ganz viel. Aber leg's nicht ins Nasse. Aber nimm nicht die ganze Hand. Wieso nimmst du was? Erik, aber nicht auf Erde verteilen. Schatz, warum hast du nicht einfach Sägespäne aus der Tüte genommen? Welche Sägespäne? Von zu Hause. Ja, Erik! Nein, ich brauch doch gar nicht mehr. Habe ich mich aber auch schon mal gefragt. Ja, ich baue mir doch gerade ein Nest. Was soll denn das? Da liegt auch nasse Birken drin. Du passt auf deine Tiere auf? Ja, das sollen die Kröten deine Haustiere sein? Ja. Wo sind die Kröten? Zeig mal her. Da im Käfig. Und dann musste ich mit dem Luke ins Krankenhaus und dann sind die totgestorben, weil die keiner gefüttert hat. Können wir die mal zu Hause füttern? Darf ich mir dann eine mal kaufen, wenn die hier bleiben? Du hast kein Becken, wo du Kröten reinkommst. Mama, du kriegst eine von mir. Eine. Wir hatten keine, mal eins, wenn das nicht weggegangen ist. Keine Echse. Mama, du kriegst nur eine. Die kommen in das, die würden dann da von Scotty reinkommen. Ja, das ist nicht fürs Nasse gedacht. Doch, ein bisschen. Mama, du da war vorher auch ein Feuchtbild. Mama! Da musst du noch nur undicht in allen Ecken. Du musst dann nur Humus reintun, das feucht halten. Mama, du darfst von mir nur eine. Guck mal, die haben hier einen ganzen Wald, Schatz. Und die bleiben bestimmt hier am Lager. Ja. Darf ich dann eine kaufen? Nee. Seid ihr blöd. Aber nicht meine Lieblingsviecher. Ja. Doch, die haben wir zu Hause. Die lassen wir zu Hause. Wie immer ihr wünscht es. Ah, jetzt kann ich. Das geraten. Nein. Mama. Andi, kannst du mir ein bisschen größeres Holz nehmen? Mein allerliebstes Lieblingstier habe ich ja noch nicht zu Hause. Also klein, lass es reißig und dann eine Stücke größer. Das ist also das hier raucht stark, aber das hat einen Mark, das brennt auch gut. Kann ich das Mark da rausholen? So. Zuerst zum ersten Anzünden hast du doch die Watte, der Rest geht doch fast von alleine. Also Leute, kann nicht mehr lange dauern. Also immer mit Geduld arbeiten, ne? Ist klar. Ich? Ne, ich spreche mit unseren Freunden.
Ah, Leute, ihr seht doch, es funktioniert irgendwann. Erik, was liegen lassen? Ich bin nur begeistert. Warte, ich drehe euch mal ein bisschen, dann seht ihr noch mehr. So. Jawohl. Guckt mal, wie das aussieht. Das ist übrigens die elektronische Variante zum Buch. Und das kann man auch im Wald lesen. Du hast doch eben zugeguckt, wie ich das geschichtet habe. Und auf dem nassen Boden das zu schneiden, ist ziemlich blöd. Nee, das ist Schneidschuld. So, wir haben dann Mücken zu mir und außerdem. Können wir das nochmal kaufen? Mama? Aber entweder kriege ich das die Watte nicht oder ich bin immer noch zurück. Das war auch zu warm. Nein, ich habe nicht gesagt. Und ich habe es eben auch noch nicht gemacht. Ich probiere es trotzdem. Ja, dann gib mir das immer wieder. Warum liegt hier ein Ast, Mama? Erik, weiß ich nicht. Warum? Weil du eben so geguckt hast. War das normal? Mama sieht verrückt aus. Die sind so groß, die können das Feuer wieder löschen. Okay, lass jetzt mal schon. Die Ochsenzimmer hat sie aber gefunden. Ja? Mama, du rockst in der Bühne. Mhm. Du rockst auf der Bühne, Mann. Ich glaube, ich habe nur eine Blase da. Besser jetzt als später, ne? Warum hast du denn einen Verband? Lila ist Feuerwehr. Mhm.
ist Feuchtigkeit. Ich kann nicht sehen, was hier ist. Wahnsinn, das ist ja. In Pfützig. Hältst du mal davon, wenn du mal die Rinde da rausnimmst? Ja, mach ich gleich. Oh, Rinde. Wann denn gleich? Das Feuer soll das drunter anzünden. Und jetzt ordentlich kleine Stöcke nachlegen und es ist gleich wieder aus. Soweit waren wir eben schon. Keine Stöcke. Kleine Stöcke. Nicht keine, kleine. Elis, hast du Durst, Maus? Hast du Durst? Was ist denn hier trinken, was ich brauche? Trinkwasser ist wohl. Was ich brauche. Ja? Das ist Brauchwasser, oder? Ja. Das frag ich dich, ich habe die Flasche nicht geholt. Ist ich weiß es nicht. Ja, wer hat die denn geholt? Von wo? Von da habe ich da geholt. Ja, das ist Brauchwasser. Die Brötchen hat Durst. Komm mal. Dann machst du einen. Komm. Was denn? Keks. Nee, mit Schokolade, die kleine. Doch gemacht? Ich mache ein Fleisch. Ich habe Fleisch gemacht. Okay. Da, ich hab die Mücke tot gemacht. Da, guck mal. Oh, das Feuer stirbt. Es stirbt. Was machst du da? Fast auf die. Ja, ich sehe es. Würstchen gesetzt. Möchtest du die Bratkartoffeln, die Kartoffeln? Was sind jetzt die kleinen Würstchen? Oder zum Frühstück, morgen früh. Was? Bratkartoffeln zum Frühstück. Wo sind denn die kleinen Würstchen? Weiß ich nicht, zu Hause. Hätte man besser erstmal die mitgenommen. Auf jeden Fall auch was für morgen lassen. An Fleisch. Ja. Nicht jetzt alles machen. Warum? Wir können das doch jetzt machen. Nee, das schmeckt nicht. Lieber morgen frisch machen. Nee, dann habe ich Angst, dass es immer wird. Es ist zu warm. Wenn dann die Tasche richtig zu ist, ist da nichts warm. Und wenn es richtig durchgast, ist da auch nichts. Ja, wir machen jetzt erstmal Fleisch. Es stirbt. Es stirbt. Seht ihr es auch? Es stirbt. Gleich ist es aus. Sehr ruhig. Lass mich bitte auf. Andi. Hier unten bei mir. Hat die gepustet? Ja, dann lasse ich dir die. Hast du lange gewartet auf den? Jetzt. Ich lasse dir die hier für morgen früh. Ja. Nee, danke. Nichts Süßes vorm Essen. Ja. Ja, Maus. Ja. Er ist der beste Wald im ganzen Haus. Ich meine, im ganzen Wald. Also jetzt hast du aber immer noch keinen Kaffee gemacht. Ne? Ja, stimmt. Das ist der beste Platz. Kommen wir zu nichts. Oder nur am Ackern hier. Warum soll ich jetzt eigentlich Essen vorbereiten, wenn noch gar kein Feuer da ist? Dann kannst du auch noch ein paar Seiten nehmen. Du hast doch gesagt, du bereitest das Essen vor. Ja, weil ich davon ausgehe, dass das Feuer schon fertig ist. Tut mir ja leid. Hat ja auch leid zu tun. Stell dir mal vor, das wäre unsere einzige Möglichkeit gewesen, Feuer zu machen. Dann wären wir jetzt voll im Arsch. Du meinst, machen wir Feuerzeug? Ja, dann wären wir jetzt voll im Arsch. Linda! Ja, geschafft! Der ganze Rauch kommt zu mir. Dann sei doch froh, dann kommt keine Mücke. Ich warte, dass der Rauch zu mir kommt. Aber nur wenn es viel Rauch ist. Viel. Rauch ist Rauch. Sobald der Rauch kommt, hauen die ab. Ich brauche schnell was Kleines. Ich muss ganz schnell holen. Oh, hier ist Feuer. Noch ein paar größere, dann erstickst du das Feuer.
Ich hatte gerade keine Kelle. Vorbereitung. Linda, ich habe was Kleines für dich. Boah, ich ersticke gleich. Meine Augen ersticken gleich. Linda, ich habe was für dich. Mir schwindelig. Mal wieder. Ich habe was für dich, Linda. Nein. Oh, es brennt noch ein bisschen. Ein Puste. Aber man muss größer werden. Das schmeckt komisch. Soll nicht schmecken, muss man pusten. Linda. Linda. Ich kann gerade... Ich bin dabei. Mir ist total schwindelig. Und wenn du auf die größte Docke püstest, das bringt nichts. Du musst unten reinposten, dass die Flamme hochkommt. Guck mal. Unten reinposten. Nicht von oben drauf, dann pustest du es aus. Du willst der Flamme ja Sauerstoff geben, nicht den Sauerstoff wegnehmen. Ha, das ist heiß. Echt? Und guck mal, wenn ich träume. Guck mal, Kamin. Linda, guck mal, wie ich träume. Du träumst? Ich träume, ich träume im Bach. Bitte. Guck du dann auch. Ja. Guck mal, wie ich... Ich hab doch schon mal. Ja. So träume ich im Bach. So träume ich im Bach? Ich träume im Bach. Mhm. Auch. Wenn ich ganz still bin, dann... Und dann die Augen auf, dann komm ich rüber. Danke. Siehst du, so welche Sachen vergesse ich immer, die ich direkt machen muss. Komm. Entschuldigung, bitte. Dann kann ich auch einfach aufgehen. Das sieht ja schon besser aus. Du kannst die alle auf den Boden nehmen. Das habe ich ja doch wieder gemacht. Ich fange hiermit schon mal einen kleinen Müll an, okay? Okay. Das ist die Form von Flüchen. Das weißt du doch. Die nehmen wir immer fürs Wasser von der Flur. Aus ein bisschen Müll. Ich habe aus Flüchen zu Wasser getrunken. Echt? Ja. Wow. Bist du ein Hund? Hast du so eine Füße vor? Denn da würdest du da auch mal die Füße runterlassen. Ich habe ganz, ganz, ganz lange Zunge. Ganz, ganz lange. So Leute, das reicht erstmal. Feuer ist an. Wir melden uns dann gleich mal. Bis gleich. Bye, bye. So Leute, schaut mal. Würstchen schon fertig. Yum, yum, yum. Und das Fleisch ist auch so in der Mache. Mm, Fleisch, Fleisch mit Fleisch. Lecker. Dazu kochen wir gerade ein lecker Käffchen. Jetzt mal auf dem Gelbrenner. Mal gucken, wie das ist mit dem Brennpaste. Der Esbit war ja gar nicht schlecht. Jetzt mal das probieren, wie das ist. Gucken vom Gewicht her, was sich eher lohnt. Ja, Lagerfeuer ist an, habt ihr gesehen. Deshalb essen wir jetzt erstmal und melden uns gleich nochmal vom Aufbauen. Bis gleich. Ja Leute, schaut mal. Es raucht ganz ordentlich. Doch etwas feucht das Holz. Na sowas. Aber das Fleisch stört das nicht wirklich. Wird direkt noch ein bisschen geräuchert. Lecker, lecker. Ja, mittlerweile nähert sich die Zeit. Was haben wir denn? Schaut mal. Wir haben jetzt... Viertel nach sieben ungefähr. Gleich wird es mal Zeit, das Lager aufzubauen, fertig zu machen, Zelte zu spannen und so weiter. Das seht ihr dann, ich weiß noch nicht, ich denke im Schnelldurchlauf, wir schauen mal. Wird sich gleich zeigen. So, dann bis gleich. Jo, grazie wohl, Leute. Naja, oder so ähnlich. Schaut mal, das Feuer ist ein bisschen größer geworden und wir sind jetzt noch den Rest am Grillen.
Ihr seht da auf dem Teller das bisschen Fleisch, diese gestapelten Leckereien. Und nun ja, gerade noch ein bisschen Batoning gemacht, alles ein bisschen an Kleinholz zusammengesäbelt und gemacht. Und jetzt werden wir mal gucken, dass wir langsam aufbauen und dann weiterschauen, wie es aussieht. Wer es mitgekriegt hat, ich habe auch eben was in Bushcraft Deutschland auf Facebook gepostet, ein paar Fotos von hier, live sozusagen, aber wann das Video online geht, ich weiß es noch nicht genau. Das muss ich erst schneiden, machen und tun, darum ein paar Fotos vorab. Okay Leute, das war's erstmal wieder, wir machen weiter, bis gleich. Hier Leute, ich bin den Zeltplatz am Bauen. Ihr seht schon ein bisschen am Abspannen, hier die Seite steht noch gut. Ist zwar jetzt ein bisschen raschelig, die Blätter sind alle weggetrocknet, aber bietet doch noch einen gewissen Schutz. Wir müssen ein bisschen aufpassen, eben haben wir ein paar fette große Wildschweine gesehen. Und die wollen wir heute Nacht hier nicht durchrennen haben. Das ist so nicht ganz unsere Absicht. Ja, die Plane, die große, werde ich gleich noch wegmachen. Die spannen wir hier schräg drüber, dass das Wasser dann ablaufen kann, weil wir warten doch ein richtig heftiges Gewitterchen heute Abend. Und ja, über uns ist zwar, hab geguckt, nur großartig kleine Äste, aber naja, so ist es halt. Ganz optimal wird man nie finden. Okay, bis später. Psst. Psst. Aber Stinkkäfer sind nicht. Abbauen. Zeig's mal, Schatz. Ja. Aber nicht abbauen. Guck mal, Krümelchen und Dümelchen. Sind die nicht süß, Leute? Ja. Guckt mal. Die sind aber gut. Das sind die alten Quaker. Die machen aber gar nicht Quark. Die sind traumhaft. Traumhaft, habt ihr gehört? Traumhaft. Wunderschön. Aber die ist irgendwie lustiger als die. Lustig, haha, oder? Ja, lustiger. Das ist also praktisch der, müsst ihr eigentlich im Salat rumlaufen? Ja. Das ist quasi der Michael Mittermeier unter den Fröschen. Die geben mir keinen Namen. Na rein, du. Und welches Wetter ist denn jetzt zu Hause, Mama? Die sollen da nicht rein. Wir lassen die hier, wenn wir zum Morgen nach Hause kommen. Warum? So, die Zelte stehen fast. Das war die kleine Frosch-Exkursion. So, hier ist soweit alles fertig. Und hier ist mittlerweile am Arbeiten. So, alles weitere gleich. Bis denn dann. Lange schlafen und leise sein. Ja. Aber warte, ich muss einfach die Ecke mal. Ich kann nicht. Ich bin so müde.
Wahnsinn, wie der getarnt ist. Ja. Also ist ja nix. Wahnsinn. Echt eine Hammertarnung. So, das war's vom Freilassen. Also Leute, gute Nacht, bis später. Ja Leute, es heißt wieder Gutsnächtle. Wir liegen im Zelt, die Kinder liegen im anderen Zelt. Und das kann nur heißen, bis morgen. Bis morgen. Wieder mit den Döppen zu. Ciao Leute, bis denn dann, euer Andi. Tschüss. Morgen, Leute. Ihr hört, es regnet ein bisschen. Die anderen liegen noch im Zelt. Und ja, ich werde schon mal alles vorkochen. Kaffee und Tee und so weiter. Dann schauen wir mal. Wetter ist nicht ganz so prickelnd, aber soll uns nicht stören. Ne? Bis später. So, Leute. Der Kaffee ist in der Mache. Wasser wird jetzt heiß. Das ist das Wichtigste. Und dann schauen wir gleich mal weiter. Der Schauer, denke ich mal, ist gleich vorbei. Schaut mal da in die Richtung. Da wird es schon wieder schön hell. Aber ich bin doch froh, dass wir gestern die Plane gespannt hatten, Leute. Ich sag's euch. Also, ich mach mal weiter, baue weiter auf, bereite mal Frühstück vor. Und dann sehen wir uns gleich. Leute, ihr wisst nicht, was ihr verpasst. Das ist einfach herrlich. Einfach nur schön. Ich wünschte, ich könnte euch jetzt mal so hier die Luft übertragen. Die ist nämlich herrlich. Okay, bis später, Leute. Ciao, ciao. So, ich mach mal das Feuerchen an. Wir haben mittlerweile fast 9 Uhr. Seht ihr das? Nicht wirklich. So ist besser. Fast 9 Uhr. Das heißt, ich werde jetzt gleich auch mal die Kinder aus dem Bett schmeißen und dann mal gucken, was meine liebe Frau macht. Aber ich denke, die ist immer noch im Zelt am Knacken. Wenn das Feuerchen gleich so ein bisschen größer ist, unter Kontrolle ist, dann schaue ich mal, wie es aussieht. Da übrigens habe ich das Feuerholz mit einem Poncho abgedeckt, denn sonst hätte ich jetzt ein bisschen Schwierigkeiten, Feuer zu machen. Es ist nämlich wirklich am Schiffen wie verrückt. Jo, dann schaue ich doch mal in die Zelte und ja, ich nehme euch ja gleich mal mit. Wartet mal. Bis gleich. Schau mal, Leute, wer aufgewacht ist. Huiuiui. Morgen ist gut. Wollt ihr mal wissen, wie viel Uhr es ist? Ihr könnt jetzt gleich branchen, hört man. Viel zu früh, alles klar. Und das für einen Sonntagmorgen, ne? Obwohl Ferien sind, das gibt's ja gar nicht hier. Aber Hauptsache gut am Essen hier, das ist das Wichtigste überhaupt. Feuer brennt noch. Ist ja auch leicht überdacht hier die Ecke. Dass es nicht weggelöscht wird. Oh, Entschuldigung, erst einen Kaffee, dann mache ich ja direkt mal den zweiten. Okay, ja. Bis gleich, Leute. Jo, Leutchen, kauf. Wahnsinn. Holz über dem Feuer am Trocknen. So nass ist es.
Der Sachen gibt's, die gibt's gern. So, gerade machen wir die Bratkartoffelchen fertig. Langsam ist Essenszeit. Gleich 11 Uhr. Mal los anfangen hier zu branchen. Ich mache noch ein bisschen Holz klein. Der Rest ist schon ziemlich kleiner geworden, der Stapel. Was so an Holz übrig ist. Also werde ich doch gleich noch mal ein bisschen suchen müssen. Und auch ein bisschen klein machen müssen. Ja, nachher mal die Zelte aufhängen, zum Zelte trocknen. Und so sind sie, glaube ich, etwas nass. Jo, alles weitere dann gleich. Bis gleich. So Leute, Bratkartoffeln auf dem Feuer. Lecker, lecker. Schaut mal. Das Wetter ist jetzt noch nicht wirklich besser geworden, aber ich habe jetzt mal eben das Regenradar bemüht. Es wird nicht mehr lange andauern. Und dann kommt blauer Himmel. Ich bin gespannt. Zumindest soll es dann keinen Niederschlag mehr geben. Schauen wir mal. Denn so die Zelte abbauen hat noch überhaupt keinen Sinn. Aber sieht doch ganz lecker aus, ne? Was sagt ihr dazu? Fleisch gibt es gleich auch noch. Und darum sage ich bis gleich. Ja Leute, schaut mal. Lecker Bratkartoffeln mit Fleisch. Die Pfanne brennt gerade sauber oder so ähnlich. Guckt mal, Cooking by an Axe oder so ähnlich. Ah, Kindchen macht gerade Zelt sauber. Es regnet immer noch tüchtig. Die ersten hauen jetzt ab. Warum, erkläre ich euch gleich später. Aber es ist doch herrlich. Schaut mal da raus. Ist das nicht toll? Einfach schön. Einfach nur schön, Leute. Ach ja. So, ich genieße mal das Essen und melde mich gleich. Jo Leute, hallihallo. So, ich habe den Boden etwas höher gelegt. Ich weiß gar nicht, ob das aus der Kamera rüberkommt. Es ist mittlerweile so dunkel geworden. Ich denke mal, gleich kommt noch ein Gewitterchen. Aber es sieht ganz gut aus, im Moment zumindest. Und ja, ein Zelt habe ich schon weggemacht. Das kann jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Das zweite kommt jetzt gleich. Denn wir werden uns jetzt, ja, ich denke mal, heute Nachmittag dann doch nach Hause verkrümeln. Ich wollte eigentlich noch eine Nacht bleiben, aber der Kleine macht Herz. Und ja, dann machen wir erstmal eine Pause. Aber ich mache morgen auf jeden Fall noch eine Tour, dann nehme ich euch mit. Versprochen. Ja, ich baue langsam mal das Lager zurück, zumindest ein bisschen. Und gleich sehen wir uns. Also nicht weglaufen, bis gleich. So Leute, ich habe gerade einen kleinen Baumstamm abgesägt. Der ist innen drin relativ trocken. Den werde ich jetzt mal versuchen zu spalten, dass wir gleich noch Feuerholz haben. Aber seid mal dabei und schaut mal zu. Das ist der kleine Baumstamm. Ja, ist vielleicht ein bisschen groß geraten, ich weiß, aber ließ sich gerade nicht anders machen. Ich teile ihn nochmal und dann versuchen wir den mal zu spalten. Er ist komplett durchgetrocknet, richtig schön und der wird auf jeden Fall schön brennen, wenn er denn dann mal geteilt ist. Weil so würde er auch brennen, nur nicht so besonders gut. Also, ich säge mir jetzt mal einen Wolf, beziehungsweise er hat einen natürlichen Sprung. Ich versuche den mal aufzusplinten, mal gucken, ob das klappt. Bin ich mir aber nicht sicher, Leute. Gucken wir doch mal. Er hat hier eine natürliche Falz und je nachdem, wie tief die ist, haben wir da eine Chance. Sieht aber nicht so gut aus, Leute. Ich glaube, die ist nicht tief genug. Und die geht über ein Astloch hinweg. Ich glaube nicht, dass das klappen wird. Aber wir versuchen es mal weiter. Guter Stock. Sehr guter Stock. Leute, das kann ich knicken. Das heißt für mich noch ein bisschen sägen.
Das müsst ihr euch aber nicht antun. Da hole ich euch lieber wieder dazu, wenn ich ihn gleich spalte. Also bis gleich, Leute. So, Leute, der Drecksack ist gespalten. Das war aber eine hammermäßige Arbeit, sage ich euch. Sowas von trocken und hart habe ich lange nicht mehr gehabt. Also Wahnsinn. Aber es brennt fantastisch. Ihr seht das da. Ist jetzt ein Scheit drauf. Kriegt, ja. Also ist knochentrocken. Trotz, dass er, ja, sagen wir mal, im Nassen lag. Aber halt nur die äußere Schicht. Und innen drin ist er wirklich knochentrocken. Das ist ein ganzer Stamm. Davon mache ich mir gleich noch was ab. Der war schön durchgetrocknet. Denn, ja, Feuerholz brauchen wir gleich auf jeden Fall noch. Okay, soweit dieses erstmal. Und damit, über das verabschiede ich mich an die angeschlossenen Funkhäuser. Ne? Bis später. Ciao, ciao. Jo, schaut mal, wer wieder da ist. Und was wir gerade machen. Lecker, lecker. Gibt noch ein paar Würstchen. Jetzt gleich das, sagen wir mal, zweite Mittagessen. Und da müssen wir auch langsam anfangen abzubauen, dass das Ganze mal ein bisschen vorangeht. Da kochen wir gerade noch einen kleinen Tee, dass wir mal ein bisschen aufgewärmt werden und dann schauen wir weiter. So, ansonsten, der Regen hat merklich nachgelassen und wir werden jetzt gleich mal die Zelte abbauen und langsam versuchen, ein bisschen anzutrocknen, dass wir sie einpacken können. Trocknen wir aber zu Hause noch weiter. Bis gleich. Guckt mal, Cola im Wald. Anstatt leckeres Regenwasser zu trinken. Ich meine, ich würde ja sowas nie trinken wie Cola oder so. Vor allen Dingen schon nicht im Wald. Das kommt mir ja gar nicht in die Tüte. Also, wenn es so leckeres Regenwasser gibt, dann braucht es doch kein Mensch. So, wir machen gleich weiter. Essen ist fast fertig. Ich habe schon wieder Kohldampf. Das ist echt schlimm hier draußen. Die Luft ist so gut und alles macht so hungrig. Das ist nicht gut. Da wächst die Wampe wieder und die ist schon groß genug. Also bis gleich. So, Leute, es schmeckt. Lecker Bratwürstchen. Aber ich möchte euch mal die Verwundungen von heute Nacht zeigen. Schaut mal hier. Ja, die fetten Mückenstiche. Da hebt man Arm höher, da auch. Wahnsinn, wa? Und das ohne allergische Reaktion. Und so viele davon. Der Kleine hat auch ein paar. Und Leute, ich bin fast verschont geblieben. Ich habe nur von gestern Abend am Arm was. Finde ich voll gut. Normalerweise bin ich immer der alles abkriegt. Die haben uns auch am meisten dabei. Ja, natürlich. So. Also, wir essen jetzt noch zu Ende. Und dann, ich bin schon am Abbauen. Habe schon die Sachen aus dem Zelt rausgeholt. Jetzt baue ich das letzte Zelt auch noch ab und dann geht's gleich in Richtung Heimat. Aber erst noch aufessen. Also Leute, lasst uns schmecken und sagen bis gleich. Bye bye. Ja Leute, gerade wieder am Einpacken und nun ja, es ist ein bisschen am Regnen wieder. Hat aber gerade erst angefangen. Wir wollten gerade das Feuer ausmachen und da beginnt ein Gewitterchen. Jetzt sieht nicht so aus, als ob es lange dauern wird. Da hinten wird es schon wieder hell. Aber naja, jetzt warten wir auf jeden Fall noch ein bisschen, weil mitten beim Gewitter durch die Pampa laufen ist vielleicht nicht so die gute Idee. Und solange wir hier noch auf der Lichtung sind und wenigstens noch ein bisschen geschützt sind, ist mir das dann doch wesentlich lieber. Ja, was soll ich noch weiter sagen? Wir melden uns später. Im Moment wird es nämlich relativ nass. Ich bereue es gerade schon, dass ich die Seitenwände schon weggemacht habe. Aber noch sitzen wir im Trocknen. Also dann, bis gleich. So, abgebaut. Trotzdem noch etwas matschig. Aber nun ja, zumindest regnet es jetzt nicht mehr so stark. Das Gewitter ist vorbei und wir machen uns jetzt auf den Heimweg. Trotzdem noch mit Poncho bepackt. Die Sachen stehen noch da. Und wir machen uns auf. Wenn wir uns nicht mehr von zu Hause melden, dann sage ich bis denn dann und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.